Es ist endlich soweit. Ursula von der Leyen steht komplett vor dem Aus. Ein Insider berichtet, dass die EU-Chefin endlich hochkant rausgeschmissen werden soll. Schauen wir uns diese grandiosen Nachrichten mal an. Los geht's. Aus meiner Sicht ist Ursula von der Leyen eine der korruptesten Politikerinnen unseres Landes und deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft zu Recht gegen diese Frau. Sie steht im Verdacht von milliardenschweren Steuermissbrauch und Betrug und auch noch der Vernichtung von Beweisen, weil rein zufällig kann sie die ganzen brisanten SMS nicht mehr finden. Und dazu kommt, dass jetzt auch noch ein weiterer Betrugsskandal im EU-Parlament aufgeflogen ist, wovon der Leyen massive Vetternwirtschaft betrieben hat, um sich ihre Wiederwahl zu sichern. Und dazu hatte ich schon ein ausführliches Video gemacht, was ich dir hier oben verlinke. Und diese Summe an Skandalen hat jetzt offenbar das Fass zum Überlaufen gebracht. Das Nachrichtenportal TKP schrieb, Insiderbericht von der Leyen vor dem Aus. Und auch das Nachrichtenportal Politico ergänzte, don't assume von der Leyen is coming back. The European Commission President is still the frontrunner, but is increasingly coming under fire. Und zu Deutsch, gehen Sie nicht davon aus, dass von der Leyen zurückkommt. Die Präsidentin der Europäischen Kommission ist momentan noch Spitzenkandidatin, gerät aber unter massivem Beschuss. Tja, also offenbar haben mittlerweile sogar die wichtigen Entscheidungsträger der Europäischen Kommission eingesehen, dass das Festhalten an von der Leyen ein politischer Super-GAU wäre. Die EU ist ja sowieso schon massiv unter Beschuss geraten, weil sie trotzdem milliardenschweren Betrugsfall von der Leyen trotzdem an ihr festgehalten hat. Aber jetzt ist offenbar das Fass zum Überlaufen gebracht. Weil würde man an von der Leyen weiterhin festhalten, dann würde das ja heißen, dass die EU massive Korruption, Betrug und Vetternwirtschaft in ihren Reihen nicht nur akzeptiert, sondern sogar belohnt. Und deswegen zieht man jetzt endlich die Reißleine und schmeißt diese Frau raus. Die Zeitung schreibt weiter und ich übersetze sofort ins Deutsche. 2 Monate vor der Europawahl im Juni warnen europäische Diplomaten und Beamte in Brüssel davor, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, keine sichere Kandidatin mehr für weitere 5-jährige Amtszeit an der Spitze der EU-Exekutive ist. Ein großer Teil ist ihre Arroganz und Machtgier, so der EU-Beamte weiter. Sie hat fälschlicherweise geglaubt, dass sie mit allem durchkommen würde. Deshalb werden jetzt einige kleinere Fehler gegen sie verwendet. Wie andere in dem Artikel zitierte Beamte wurde der EU-Beamten Anonymität gewährt, um frei über die mächtigste deutsche Politikerin innerhalb der Brüsseler Basis sprechen zu können. Nach einer Reihe von Fehltritten in den letzten Wochen scheint die Aussicht auf einen Umsturz zu wachsen, betonen EU-Beamte und Diplomaten. Das ist eine ziemliche Kehrtwende gegenüber dem Beginn des Jahres, als sie noch als felsenfest schien. Von der Leyens periodische Fehltritte von bis zu ihrer Reise nach Israel bekommen eine neue Bedeutung, je näher wir der Wahl kommen, sagt Alberto Alomano, Professor für Recht an der HEC Business School in Paris. Sie entwickelt ein Muster. So. Von der Leyen entwickelt also ein Muster. So nennt man es also heutzutage, wenn Korruption und Betrug zur Regel werden und immer öfter angewendet werden. Und anstatt von der Leyen sofort bei der ersten Straftat aus dem Amt rauszuschmeißen, wartet man erstmal ab, bis sich ein Muster entwickelt, um sie dann rauszuschmeißen. Offenbar hat die EU gedacht, dass von der Leyen die aktuellen Betrügereien ebenfalls wieder irgendwie vertuschen kann und die Beweise vernichten kann. Aber weit gefehlt, diesmal ist sie aufgeflogen, sie ist zu weit gegangen, sie kann das Ganze nicht mehr verstecken und bekommt deswegen die Quittung. Während Deutschland keine andere Wahl hat, als die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin für eine zweite Amtszeit zu unterstützen, obwohl sie nicht in der Ampelregierung ist, tut sich Frankreich schwer damit,
damit, sie zu bekommen. In einem Interview mit Politico lehnte die Chefin einer Erneuerungsgruppe des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Europäischen Parlament, Valérie Heyer, es ab, von der Leyen für eine zweite Amtszeit zu unterstützen. Ich schließe nicht aus, wieder für sie zu stimmen. Ich schließe aber auch nicht aus, nicht mehr für sie zu stimmen, sagte sie. Die Franzosen wollen nicht, dass Ursula beim Europäischen Rat im Juni über den roten Teppich läuft und mit Blumen beworfen wird, sagte ein EU-Diplomat. Also offenbar hat es Ursula von der Leyen deutlich zu weit getrieben und bekommt jetzt die Quittung dafür. Und damit, meine lieben Zuschauer, dürfte ihre politische Karriere komplett am Ende sein. Weil ein einflussreicher deutscher Politiker sagte mal, dass man in die EU alle die Politiker hin abschiebt, die man im eigenen Land nicht mehr haben möchte, sodass die zu Hause keinen weiteren Schaden anrichten. Aber wenn Ursula jetzt auch nicht mal mehr in der EU gewollt ist, dann kann sie nirgendwo mehr hin. Kurze Zeit wurde von der Leyen ja als Nachfolgerin für den NATO-Chef gehandelt, aber zum Glück wurde das verhindert. Offenbar wusste man in der NATO um die kriminelle Vergangenheit von der Leyen und wollte sie deswegen nicht haben. Und nachdem ja ihre Kandidatur für die NATO gescheitert war, hatte sie sich einen Plan B ausgedacht, und zwar eine zweite Amtszeit als EU-Chefin. Aber auch hier wird sie offenbar jetzt den Kürzeren ziehen, weil so wie es aussieht, ist die Karriere von der Leyen komplett am Ende und sie versucht jetzt irgendwie ihre Fälle zu retten. Erst dadurch kam ja überhaupt dieser fetter Wirtschaftsskandal in der EU vor 2 Wochen ins Tageslicht. Weil von der Leyen musste sich ja für diese EU-Wahl erstmal die Stimmen ihrer eigenen CDU-Partei sichern und als Gegenleistung wollte die CDU, dass sie ihren Parteikollegen Pieper in eine hohe Position in der EU verschafft. Und genau das hat sie getan, um sich diese Kandidatur zu sichern, aber damit hat sie Pandoras Büchse geöffnet. Es gab sofort massive Kritik von den anderen Ländern an dieser Vetternwirtschaft und jetzt fliegt von der Leyen komplett raus. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin, weil diese Frau steht wie niemand zweites für all das Böse und Schlimme, was gerade in der EU falsch läuft. Erst begeht diese Frau milliardenschweren Betrug, danach vernichtet sie alle Beweise und am Ende kommt auch noch Vetternwirtschaft. Und trotzdem ist sie bis jetzt im Amt geblieben. Die Menschen sehen doch dieses abartige Verhalten in der EU. Die Menschen sind doch nicht doof. Die Menschen sehen das und verlieren komplett den Glauben an die EU. Und genau deswegen wird die EU in 2 Monaten ihr blaues Wunder bei der Wahl erleben. In 2 Monaten ist nämlich die Wahl zum Europaparlament und so wie es aktuell aussieht, wird die AfD haushoch gewinnen. In allen aktuellen Umfragen liegt die AfD aktuell vorne und die werden dann sicherlich nicht für die Korrupte von der Leyen stimmen. Respektive werden sie bei den dafür verantwortlichen Stellen mal ordentlich aufräumen und hoffentlich diesen ganzen kriminellen Sumpf in der EU endlich mal ausmisten. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie viele kriminelle Machenschaften nach der Europawahl ans Tageslicht kommen und was wir daraus lernen können. Was sagt ihr denn dazu, dass von der Leyen jetzt endlich rausfliegt? Findet ihr das richtig oder findet ihr es ungerecht? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.